Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Wir sind derzeit dabei, wieder die Hauptmission in Angriff zu nehmen, um ein paar neue Gebiete aufzudecken. Viele sind es ja nicht mehr. Wir haben hier noch zwei und hier noch ein paar. Das heißt, wir haben es eigentlich so gut wie geschafft und ich freue mich auf jeden Fall darauf, die roten Kisten allein sammeln zu dürfen. Und wir reisen einfach mal nach Le Hause. Und da werden wir die Mainquest anstreben. So. Da sind wir angekommen und es wird Zeit, erstmal Geld abzuholen, würde ich sagen. Ich habe seit Wochen kein Geld abgeholt. Ich hätte echt mal zwischendurch online kommen sollen, ne? Um Geld abzuholen. Naja, jetzt ist es zu spät. Dankeschön. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wird mir das nicht normalerweise angezeigt? 118.000. Ich weiß nicht, auf irgendwas haben wir gespart, ne? Ich glaube auf eine neue Waffe. Ja, eine neue Waffe war das. Wir brauchen eine neue Waffe und darauf sparen wir derzeit. Na gut. Was ist das für ein Symbol? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach nur der... Ich muss nicht nach unten. Okay. Der Jakobiner-Club. Der Jakobiner-Club. Paris, 31. März 1791. Tief unter der Erde. Da waren sie, die Ninja Turtles. 400 bewaffnete Adlige, Honoré? Ohne den General Lafayette. Genug! Die Luft ist geschwängert von eurem Gepolter. Nur heiße Luft und keine Taten. Doch dieser Mann bringt frohe Kunde. Arno, was erfuhrst du von dem Silberschmied? Vergiftet. Sie holen auf. Germain fertigte sie und noch weitere. Für einen gewissen Mann namens Lafreniere. Bist du sicher? Gewiss. Großmeister de la Serre lobte immer seine Loyalität. Also gut. Ich denke, die Sache ist klar, Arno. Finde Monsieur Lafreniere. Das habe ich bereits getan, Monsieur. Er ist keine Gefahr. Was sagst du da, Pisspot? Ich hatte eine Spur zu Lafreniere. Ich folgte ihr und tötete ihn. Unvorstellbar. Was hast du dir dabei Wie gedacht? Ihr widersetzt euch dem Quill und den Rat nochmal umgekehrt. Was gab euch das denn? Neues Arschloch! Obwohl der Rat deinen Eifer bewundert, ist es nicht an dir, dein Ziel zu wählen. Du hättest uns Bericht erstatten müssen. Vergib mir, Mentor. Ich habe in ihm den Mann hinter Monsieur de la Serres Ermordung vermutet. Und als ich dann weitere Hinweise vorfand, die für einen groß angelegten Schlag gegen die Bruderschaft sprachen, schritt ich zur Tat. Vermutungen? Hinweise? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Lafreniers Motivation. In seinen Erinnerungen sah ich, wie er einen Brief schrieb, um Monsieur de la Serre vor dem drohenden Betrug zu warnen. Als er von dem bevorstehenden Angriff sprach, erwähnte er einen Club in Marais, doch keines unserer Verstecke. Und was schließt du daraus? Ich weiß es nicht. Ich würde es gern weiter untersuchen. Das gefällt mir nicht. Der Junge ist ein begabter Assassine. Doch ist er besessen von persönlicher Rache. Ein anderer sollte der Spur folgen. Wir haben keine Zeit. Was immer Lafreniere auch plante, es geschieht heute Nacht. Diesmal bat er um Erlaubnis, Guillaume. Ah. Dann geh. Sieh, was du findest. Aber überstürze nichts mehr. Ja, Mentor. Früher haben wir immer so gehandelt. Aus Eigeninitiative. Und jetzt dürfen wir das nicht mehr. Ich kann auch ohne euch Assassine spielen. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich hasse diesen Ort so sehr. Da lang. Och Mann, wieso komme ich hier nicht klettern? Gehen wir nochmal kurz einkaufen, ne? Wer weiß, für welchen Fall wir vorsorgen müssen. So, hübsch eingekauft. Weiter geht's.
So, da wären wir. Ich sagte, wir wären da. Danke. So. Das ist der Ort. Woran war Lafreniere nur so interessiert? Bringt ihn nach oben. Beeilung! Latouche, alter Freund. Ihr kommt ganz schön rum, oder? Ja, ja. Ich glaube, das war der komische Arzt, ne? Okay, Latouche finden. Attentate aus einem Versteck mit Berserkerpfeil vergiften. Okay. Bleib stehen! Irgendwas? Ach, geh doch nach Hause, ey, ganz ehrlich. Okay, wir müssen zuerst zu diesem komischen Tölpel da, weil der geht mir auch ziemlich auf den Sack. So, das zu dir. Zwei Verstecke. Das wird das einzige Problem sein. Immer aus den Verstecken heraus. Hey. Na komm, hier! Okay, ich glaube, das zählt nicht als Versteck. Schade. Nun denn, Berserker Philo. Ich würde glatt behaupten, du? Die Luft ist irgendwie so flüssig. Ah ja, was du nicht sagst, Dude. Ja, das ging schnell. Du warst es. Du hast ihnen von mir erzählt. Du hast sie benutzt, mich in diese Zelle werfen zu lassen. Das wirst du bereuen. Oh, und wie du das wirst. Ihr alle. Da ist mein Ziel, ja. Muss man noch ganz schön weit weg. Ah, jetzt ist er endlich umgekippt. Okay. Okay, da liegt eine Leiche. Okay, hier passt keiner auf. Sind wir hier neulich nicht schon eingestiegen? Kommt mir so bekannt vor. So, Latouche. Direkt unter mir sind zwei. Oh, das wird wieder so ein Rätselratenspiel oder was? Ach Gott. Ich sehe schon. Okay, wie machen wir das am besten? Okay, ich möchte meinen Berserkerpfeil jetzt hier nicht unbedingt verschwenden. Ich steige sowieso durch dieses Fenster hier wahrscheinlich. Guckt gerade keiner hin, ne? Wer weiß, wenn du klug bist, ignorierst du es. Was soll das denn bedeuten? Nur, dass manche Leute nicht mögen, wenn man sich einmischt. Was ist denn los? Erinnert mich dran, nie dort zu essen, wo ihr gerade wart. Besser als alles, was... So, der regelt schon. Das ist der Dinge von denen. Halt! Ich habe genau die richtigen erwischt. Ich hoffe, der regelt das. Ansonsten hoffe ich, dass einer hierher flüchtet, damit ich ihn aus dem Versteck raustöten kann. Vergiftete Schützen. Oh mein Gott, ich bin zu blöd zum Lesen. Ah nein. Ah, ich hatte wirklich keinen Berserkerpfeil mehr. Gut, ich gebe da jetzt einen Scheiß drauf, ganz ehrlich. Ich will hier aber nur noch durchkommen. Na gut. Da unten ist die Tür, da muss ich hin, ja. Oh, hi. Ach, shit. Hau. Schön auf die Nüsse. Okay, den Rest erledige ich. Sehr schön. Gut, hier muss irgendwo eine Treppe sein. Unter Tiberius war die Huldigung Brutus ein Verbrechen, das mit dem Tode bestraft wurde. Caligula verdammte zum Tode, wer das Sakrileg beging, sich vor dem Bild des Herrschers zu entblößen.
als die Tyrannei das Verbrechen der Majestätsbeleidigung erfand, wobei es sich um belanglose oder heroische Taten handeln konnte. Wer hätte da noch zu glauben gewagt, er würde mit einer milderen Strafe als dem Tod davonkommen? Wie lange davon sollen wir kommen? Noch warten? Ich machte muss mich er sich um meine doch Geschichte derselben kümmern. Straftat nur schuldig. Noch etwas länger. Als der Fanatismus entsprungen und dann erfahren wir aus der monströsen Vereinigung von Unkenntnis und Willen. Kannst du mal die Fresse halten? Halt doch mal die Fresse! Sie sind schön berechenbar. Avez-vous besoin d'aide? Hör mal, das nur so vor, da habe ich ein Echo drin. Oh, endlich Ruhe, ey. Ich habe natürlich keine Berserker. Doch, ich habe noch einen Berserkerfall. Da muss ich einen Schützen treffen. Jetzt bewegt euch, Ladies. Oh, ich werde hier bestraft mit Dummheit, ey. Oh ja, kann ich wenigstens mir was zu essen reinziehen? Nein? Schade. Jetzt kann ich ja plötzlich lieber rüberspringen. Wollte ich jetzt irgendwie langsam bewegen oder so? Vielleicht hilft das ja. Ich hab da irgendwie ein Echo drin. Check ich nicht. Moment. Kann doch gar nicht sein. Seltsam. Naja, egal. Oh, die bewegen sich nicht. Ich fasse es nicht. Die blocken sich gegenseitig. Boah. Nee. Komm. Okay. Wo töte ich euch? Nein, das wollte ich nicht. Ja, wie bringt das... Hallo? Lebt die überhaupt noch? Hey, was geht? Hey. Ganz ehrlich, so, wenn die sich nicht bewegen, was soll ich denn machen? Scheiß verbuggtes Spiel. Ich glaube, die anderen Charaktere waren verbuggt. Die Frau war doch auch hier. Deswegen. Okay, einen Ort finden, um das Treffen zu belauschen. Den anderen Scheiß habe ich natürlich nicht geschafft. Ist halt so. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. In einem Atemzug verschwört er sich gegen die Revolution. Im nächsten verspricht er, bei ihrer Umsetzung zu helfen. Gut. Ich schätze, ihr könnt die Informationen an die richtigen Männer weiterleiten, bitte. Natürlich, Großmeister. Mit diesen Beweisen ist die Verurteilung. Große Taten erfordern Geduld, liebe Freundin. Wenn Paris noch etwas länger leiden muss, um die Welt umzugestalten, dann muss es so sein. Warum beseitigen wir ihn nicht einfach? Einer meiner Männer, ein Messer, eine dunkle Gasse, ein Kinderspiel. Wir brauchen einen Sündenbock, Kapitän, keinen Märtyrer. Übt euch in Geduld. Bei allem Respekt, Großmeister. Geduld ist schön und gut. Doch je länger wir warten, desto größer die Gefahr der Entdeckung. Die Assassinen fanden Sivert und den Roi de Thun bereits. Sivert und der Roi haben ihren Zweck bereits erfüllt. Ihr Ableben ist zwar unerfreulich, aber kein Hindernis. Und die Assassinen haben ihren Nutzen unter guter Führung schon bewiesen. Was ist mit de la Serres Brut? Wenn sie die alte Garde um sich scharen kann, wird sie zu einer Gefahr. Darüber macht euch mal keine Sorgen. Wieso nicht? Mademoiselle de la Serre macht sich bald auf den Weg zum Hotel Voisin, zu einem Treffen mit Monsieur Lafrenière. Leider kann Monsieur Lafrenière ihr nichts mehr sagen. Elise. Oh, Elise, Elise. Großmeister. Doch ihr hattet auch schon Reibereien mit den Assassinen. Was, wie? Hä? Hier war doch gerade keiner. Ihr wollt mich doch verarschen. Oh.
dreifache die Wachen. Hier, bitte. Stoppt den Spion der Royalisten! Fangt ihn! Ich hab doch überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Okay, da hängt einer ab, aber der stirbt mich ja nicht. Ich sag, du stirbst mich nicht. Wie? Oh! Da komm ich um die Ecke und dann sind die Trottel da. Hä? Oh, jetzt wird's aber schon stärker, ne? So, zack. Alter, ihr seid einfach zu viele. Adieu. Ich muss hier raus, ey. Ich brauch ein offenes Fenster oder irgendwas. Habe ich dich von hier? Nee, ne? Und auf mich zu schießen. Ich bin unschuldig. Hi. Ich hab mein Fenster gefunden, danke. Ich bin weg. Au. Kannst dich nicht verstecken, du. Ich kann aber abhauen. Hier kommst du nicht durch. So, sehr schön. Perfekt reingeschlichen und scheiße rausgegangen. So ist richtig. Bis zum. Okay, fortfahren. Wir haben es geschafft. Gut, dann können wir eigentlich schon die nächste Mission anschlagen, ne? Die Verbrechertüte. Weißt, wer die Unruhe stimmt, das ist aber. Jetzt beeil dich doch mal ein bisschen, Arno. Ja, toll. Oh Gott. Okay, er hat überlebt. Alles gut. So, next step wäre somit dieser Ort hier. Templerüberfall. Elise! Verdammt, wie war das? Hotel Voisin? Merde. Okay, sie ist schon mal nicht zu Hause, also laufen wir einfach zum nächsten Ort. Wie es eigentlich bei Assassin's Creed immer der Fall ist. Nichts kann so laufen, wie es mal sein sollte. Was bedeutet das? So, wo ist sie? Töten. Ah, weil Elise da ist, okay. Aber nichts leichter als das. Was? Okay, das war einfach. Der hat sich gar nicht erst gewehrt. Wird Elise jetzt auch ein der Assassine? Schreiben wir den Song für Elise? Oh, Kopfschüsse. 4. Ups. Was geht hier vor? Wo ist Monsieur Lafrenière? Er ist tot. Was? Lauf, ich erklär's dir später. Okay. 4 Kopfschüsse immer noch. Okay, perfekt. Ah, wir waren ja schon mal, ne? Der da ist uns im Weg. Sollen wir? Los. Kannst du nicht schneller, du Schwindel? Ups. Nein. Nein. Verdammt, wie viele Kopfschüsse landen, Mann. Hä? Ich will keinen scheiß Reflexschuss machen. Man geht anscheinend nicht anders. Na gut. Während des Kampfes kann man nur Reflexschüsse machen. Hey, cool, das Schwert ist echt cool. Was ist? Ich weiß nicht, wie wir wieder rauskommen. Ich klettere hoch und sehe mich um. Das geht nicht. Achso, da oben. Kopfschüsse, Doppelattentate, okay. Rein theoretisch ist es recht einfach. Wir gehen durch diese Tür und sind durch.
Aber wir müssen immer noch Attentate vollführen. Und zwei Doppelattentate. Wie kommen wir hier wieder raus? So, Headshot. Das war auch ein Kopfschuss, okay, perfekt. So, Elise, bist du bei mir? Nein. Wieso kannst du eigentlich nicht klettern? Ich dachte, Frauen sind so agil. Du hast dich verlaufen. Gib es zu. So, ein paar Headshots verteilt, perfekt. So, jetzt springen wir einfach darüber. Surprise, ich bin frei. Kommst du hinterher? Okay, das war einfach. Einfach mir nach, Mädel. Wie zum Teufel habt ihr mich gesehen? Jetzt mal im Ernst. Niemand hätte mich sehen können. Ach scheiße, sind jetzt alle hinterher. Oh Gott! Gottes Willen! Oh, Elise ist auch schon hier, ne? Ja, perfekt. Hier ausgegangen haben wir auf jeden Fall schon mal gefunden. So. Mal meine ganze Utensilien benutzen. So, und alle getötet. Lass uns raus. Zwei von ihnen voraus. Du übernimmst den, ich nehme seinen Freund. Was nun? Zu viele, um vorbeizuschleichen. Wir müssen das zu zweit erledigen. Schalten wir sie aus, leise. Okay. Hast du eine junge Frau gesehen? Groß, rotes Haar. Ah, verdammt, ich war zu langsam. Alter, jetzt. Ich hoffe, dich zu wehren. Stirb halt. Ich glaube, das waren alle. Soweit gut. Aber vor uns ist noch eine größere Gruppe. Hast du eine so, ich muss auf Elise aufpassen. Nein, tut mir leid. So. Hey, das war meiner! Schützen! Ich sehe sie. Merci bien. Vielleicht hast du vom Dach aus bessere Sicht. Wieso machst du mir das so schwer, Mädel? Tötest meine Opfer und gibst mir einfach deine. Mit Schwert und Pistole. Sie hatte vielleicht Begleitung. Ich glaube, ich erinnere mich an sie. Oh, was hat mich jetzt gesehen? Ich sehe dich. So, ja, kannst du mich sehen mit deinen toten Augen. Hey, ich rede mit dir, du Zöpfchen. Das war der letzte von ihnen. Lass uns verschwinden. Sie können nicht weit sein. Findet sie! Geh schon. Ich lenke sie ab. Vertrau mir. Triff mich morgen im Café Theater. Dann erkläre ich alles. Du spinnst. Ich werde da sein. Ich könnte mich verspäten. Okay. Die Sucher töten. Macht es mir echt nicht einfach, ne? Ich will doch einfach nur die Folge beenden, Leute. Au! Wie zur Hölle kannst du mich sehen? Das Problem ist, dass ich gerade mit dem Sound überhaupt nicht zufrieden bin. Das hört sich irgendwie alles so doppelt an. Ich verstehe einfach nicht warum. Au. So. Maßgeschneiderter Mittelalterumhang. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder und ich guck mal, ob ich das irgendwie mit dem Sound hinkriege. Haut rein, euer Zero. Tschüss.